die Eva von Evas Bug Party und wir haben ja jetzt Anfang September, das heißt die Apfelsaison geht wieder los und es bedeutet natürlich, dass es wieder lauter leckere Rezepte mit den Äpfeln gibt. Und aus diesem Grund hat die liebe Doris von Mrs. Flurry die Apfelernteaktion ins Leben gerufen. Das heißt, ihr findet heute auf YouTube auf ganz vielen Kanälen lauter Rezepte rund um den leckeren Apfel. Ja, und wer da alles mitmacht, das zeige ich euch nochmal am Ende des Videos. Und natürlich ist es auch wie immer in der Infobox verlinkt, wo ihr euch dann einfach später durchklicken könnt. Aber jetzt kommen wir erstmal zu meinem Rezept, denn ich zeige euch heute einen leckeren Apfelbienenstich. Das ist also nicht diese klassische Bienenstichtorte, wie man sie sonst kennt, mit dieser Sahne oder Buttercreme dazwischen und oben dieser Mandelkruste, sondern das ist eben so ein Kneteig und dazwischen kommen eben diese Apfelfüllung, wo natürlich auch ein bisschen Zimt dabei ist. Es muss natürlich bei Apfel dabei sein. Und obendrauf kommen dann diese knusprige und leckere Mandelkruste. Also ihr merkt, es wird auf jeden Fall richtig lecker. Und für den Boden brauchen wir auch nur 350 Gramm Weizenmehl, 2 Eier, 100 Gramm Zucker, da ist auch noch 10 Gramm Vanillezucker mit drin, eine Prise Salz und noch 125 Gramm Butter, die ist schon in Stückchen geschnitten und die ist zimmerwarm. Und die ganzen Zutaten, die verknetet ihr jetzt einfach miteinander. Ich gebe das jetzt in meine Küchenmaschine, das könnt ihr mal jetzt aber auch genauso gut mit der Hand machen, das würde auch funktionieren. Also einfach alle Zutaten in eine Schüssel reingeben, da muss man auch nichts beachten, einfach alles miteinander verkneten. Und wenn ihr da so einen schönen glatten Teig habt, dann könnt ihr eure Küchenmaschine ausschalten und dann können wir da nämlich jetzt eben den Boden rausformen und den Rand. Und ich werde den Kuchen jetzt heute in einer 24 cm Springform backen. Es würde aber auch eine 26er funktionieren. Und die habe ich einfach mit Backpapier ausgelegt. Und die Hälfte von unserem Kneteig wird jetzt eben den Boden bilden. Und den drücken wir einfach mit den Händen an. Ihr könntet es aber auch zum Beispiel ausrollen, wenn ihr das wollt. Und ihr, wie ihr seht, klebt er auch überhaupt nicht, also ihr braucht jetzt auch gar kein Mehl, sondern könnt ihn einfach so ausrollen oder wie ich jetzt reindrücken. Ihr könnt dann natürlich auch einen kleinen Pizzaroller nehmen, das würde natürlich auch super funktionieren. Mit dem restlichen Kneteig bilden wir jetzt den Rand und dazu werde ich ihn jetzt aber erstmal zu einer gleichmäßigen Rolle formen. Also einfach so ein bisschen ausrollen. Und die Rolle legt ihr dann einfach in eure Springform rein und drückt sie dann als Rand an. Also einfach mit den Händen einfach zu einem geraden Rand andrücken. Und die Enden müsst ihr natürlich dann noch gut miteinander verbinden. Und wenn ihr das wie ich nicht ganz gerade hinbekommen habt mit dem Rand, dann könnt ihr euch einfach so ein stumpfes Messer nehmen und es einfach gerade abschneiden und eventuell, wenn noch irgendwo was fehlt, es dann andrücken. Wenn ihr dann mit dem Rand zufrieden seid, dann gebt ihr den jetzt am besten nochmal in den Kühlschrank, da wir jetzt ja noch die Apfelfüllung vorbereiten müssen. Für die Apfelfüllung brauchen wir ungefähr 6 Äpfel. Also bei mir haben die jetzt ungefähr ein Gewicht von 1,5 Kilo. Und da ich ja die Äpfel noch dünsten werde, was ihr natürlich nicht machen müsst, aber ich finde, dann haben sie einfach ein besseres Aroma und nehmen den Zimtaroma auch mehr an. Und deswegen werde ich noch einen Esslöffel Zucker brauchen, einen Teelöffel Zimt. Wie gesagt, wenn ihr überhaupt kein Zimt mögt, dann könnt ihr das natürlich auch weglassen. Aber ich mag das halt total gerne. Für mich gehört das einfach zum Apfel. Und dann brauchen wir noch den Saft von einer Zitrone. Und ich finde es ganz gut, da eher so eine säuerliche Note von den Äpfeln zu nehmen, da die Mandeldecke ja relativ süß ist. Und die Äpfel, die müssen wir jetzt einfach noch schälen und klein schneiden. Also das heißt, ich werde jetzt erstmal die Schale entfernen. Und danach werde ich den Apfel vierteln, das Kerngehäuse entfernen und dann in kleine Scheiben schneiden. Damit die Apfelscheiben nicht braun werden, geben wir da jetzt dann noch den Zitronensaft oben drüber und danach dünsten wir die Äpfel über dem Herd an. Und dazu habe ich jetzt in den Topf einfach ein bisschen Butter hineingegeben. Die werde ich jetzt noch schmelzen und danach kommen die Äpfel mit hinzu. Und wenn die Butter dann geschmolzen ist, dann kommen dann die Äpfel da hinzu. Und da könntet ihr jetzt zum Beispiel auch gerne noch ein Eierlikör oder sowas hinzugeben, wenn ihr das gerne vom Geschmack her dabei haben wollt. Oder natürlich irgendein
einen anderen Likör und da geben wir jetzt auch noch den Zucker und den Zimt mit hinzu. Und wenn ihr das dann gut vermischt habt, dann gebt ihr da am besten einen Deckel drauf und lasst es bei mittlerer Hitze einfach so 5 Minuten vor sich hin dünsten. Während die Äpfel jetzt vor sich hin dünsten, können wir dann schon mal aber unsere Füllung verrühren. Und dazu brauchen wir einfach 100 ml Schlagsahne, 200 Gramm Schmand oder Sauerrahm oder ihr könntet auch Creme Fraiche verwenden, 50 Gramm Zucker, 3 Eier und 20 Gramm Speisestärke. Und die ganzen Zutaten, die müsst ihr einfach nur miteinander verrühren. Ich mache das jetzt in der Küchenmaschine, das würde aber jetzt zum Beispiel auch mit dem Schneebesen mit der Hand auch funktionieren. Es ist nur wichtig, dass dann die Speisestärke gut untergerührt wird, dass man einfach keine Klümpchen hat. Die Äpfel durften jetzt bei mir 5 bis 10 Minuten vor sich hin dünsten und riechen jetzt auch schon richtig lecker nach Zimt. Und wie gesagt, wenn ihr da gerne einen Likör mit reingeben wollt, dann würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, die Äpfel auch anzudünsten, weil sie da einfach ein schöneres Aroma entfalten. Ihr könntet euch aber diesen Schritt auch zum Beispiel sparen, einfach jetzt die Apfelscheiben auch so reingeben. Es würde auch funktionieren. Und die Apfelscheiben geben wir jetzt auch einfach auf den kalten Boden oben drauf. Also wir füllen die jetzt da einfach ein. Das muss auch nicht ordentlich sein, sondern einfach reingefüllt werden. Ich verteile es jetzt dann noch ein bisschen, dass natürlich auch die Äpfel einigermaßen verteilt sind. Zum Schluss gießen wir dann natürlich noch unsere Eierschmandmasse oben drüber. Und was ich mir zum Beispiel auch gut vorstellen könnte, wäre, dass ich mir jetzt einfach noch ein bisschen Marzipan oben mit reingegeben hätte. Das gibt natürlich auch ein schönes Aroma. Und der Kuchen kann jetzt in den Ofen. Ich habe den auch schon auf 200 Grad Ober- und Unterhitze vorgeheizt. Und da stellen wir ihn jetzt ungefähr 30 Minuten lang rein. Und danach geben wir die Mandeldecke oben drüber. Während der Kuchen jetzt im Ofen backt, können wir dann schon mal unsere Mandeldecke vorbereiten. Und dazu brauchen wir 75 Gramm Zucker, 75 Gramm Butter, 150 Gramm gehobelte Mandeln. Wer es gerne ein bisschen knuspriger mag, kann gerne gehackte oder gestiftete Mandeln auch verwenden. Und 100 ml Schlagsahne. Und das müssen wir jetzt einfach in der Pfanne erhitzen. Ich werde jetzt doch einen Topf verwenden, weil meine großen Pfannen jetzt in der Spülmaschine sind. Aber da müsstet ihr natürlich halt einen Topf nehmen, der relativ breit ist. Und da kommt jetzt als erstes die Butter rein und die wird jetzt mit dem Zucker zusammen aufgelöst. Und wenn sich dann der Zucker und die Butter aufgelöst hat, dann gebt ihr unter ständigem Rühren die Sahne hinzu und lasst es dann auf mittlerer Hitze etwas einkochen. Und wenn die Masse dann so ein bisschen eingekocht ist, wie hier, also so ein bisschen dicklicher geworden ist, können wir dann noch unsere Mandeln hinzugeben und unterrühren. Ich habe meinen Kuchen jetzt schon nach ungefähr 25 Minuten rausgenommen, weil er schon relativ fest ist und angefangen hat, oben ein bisschen bräunlicher zu werden. Und da geben wir jetzt noch die Mandeldecke oben drauf. Also einfach auf den Kuchen oben drauf verteilen. Ich gehe jetzt gerade noch mal mit dem Löffel drüber, dann lässt sich es einfach ein bisschen besser verteilen, weil die Masse ja relativ klebrig ist. Der Kuchen kommt dann nochmal für etwa 30 Minuten lang in den Ofen, bis eben diese Mandeldecke oben schön goldbraun ist. Und ich stelle den Kuchen jetzt auf die unterste Schiene unten rein und ich habe jetzt auch die Hitze auf 180 Grad Ober- und Unterhitze reduziert. Mein Apfelbienenstich ist fertig gebacken und wie ihr sehen könnt, hat er obendrauf so eine richtig schöne goldbraune Kruste bekommen. Und bei uns riecht es in der ganzen Wohnung total lecker nach Apfelkuchen und nach so gerösteten, karamellisierten Mandeln. Also ich könnte mich jetzt gerade reinlegen. Ich habe ihn jetzt auch in der Zwischenzeit schon komplett abkühlen lassen. Ihr seht es ja, mittlerweile wird es schon langsam dunkel draußen. Und es ist eben ganz wichtig, dass ihr den in der Form abkühlen lasst, damit ihr ihn einfach auch schön aus der Form herausbekommt. Und ich würde euch auch empfehlen, mit einem stumpfen Messer den Kuchen vom Rand zu lösen, weil die Mandeln ja so leicht ein bisschen festkleben. Aber wie gesagt, wenn der abgekühlt ist, habt ihr da überhaupt keine Probleme. Ich schreibe das Rezept natürlich so, wie es ist, nochmal zusammen und verlinke das wie immer unterhalb des Videos in der Infobox. Da müsst ihr einfach auf Mehr Anzeigen klicken. Dort findet ihr natürlich auch die ganzen anderen Rezepte von den lieben anderen YouTuber, die heute mitgemacht haben. Und ich kann euch nur empfehlen, da auch mal vorbeizugucken. Da sind nämlich auch wirklich ganz tolle Apfelrezepte dabei. Und ihr wisst ja, wie immer, ich würde mich riesig freuen, wenn ihr es ausprobiert und mir dann eben Bilder auf Facebook und Instagram zukommen lasst. Und wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Ausprobieren und bis bald. Tschüss!